Alles okay? Bist du sehr nervös? Nein, es geht. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Devin lächelt mir aufmunternd zu und ich nehme all meinen Mut zusammen. Dann rufe ich Herrn de Hauteur an. Guten Tag, Geoffrey de Hauteur am Apparat. Guten Tag, Herr de Hauteur. Hier ist Valkyria. Ich rufe Sie an, um noch einmal über die Planung von Eglantines Geburtstagsfeier zu sprechen. Meine Stimme zittert nicht. Elinda geht an der Scheibe zum Gang vorbei und hebt aufmunternd den Daumen. Gott, ich liebe diese Frau. Ich präsentiere Herrn de Hauteur den geplanten Tagesablauf. Den Unterwasserzoo, das Kuchenessen, den Angelwettbewerb, das Mermaiding, die Show im Nautilus. Und zum Abschluss die private Filmvorführung vor dem offiziellen weltweiten Filmstart. Als ich mit meinem Vortrag fertig bin, herrscht einige Sekunden lang Schweigen. Ich spüre, wie sich mein Herz zusammenzieht. Instinktiv suche ich Devins Blick. Ich will das nicht noch einmal erleben müssen. Herr de Hauteur, sind Sie noch da? Ja, entschuldigen Sie, ich war nur vollkommen sprachlos. Das ist perfekt. Ein Schauer der Erleichterung erfasst meinen gesamten Körper. Das ist wunderbar. Einfach toll. Oh, ich freue mich schon darauf. Ich muss jetzt leider Schluss machen, aber ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Und meine Frau auch. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag, Valkyria. Mit diesen Worten legt er auf. Wunderbar. Ich gratuliere dir. Komm, wir teilen den anderen die frohe Botschaft gleich mit. Gut gelaunt folge ich Devin. Im Open Space ertönt sofort lautes Jubelgeschrei. Alle kommen auf mich zugestürmt, um mich zu beglückwünschen. Wunderbar. Einfach wunderbar. Bravo, Valkyria. Ja, wenn ihr wüsstet, wer mir dabei geholfen hat. Hust, hust. Begeistert fällt Elinda mir um den Hals und umarmt mich. Etwas verlegen erwidere ich ihre Umarmung. Wenn sie wüssten, wie ich das alles geschafft habe. Ja. Ups. Devin klatscht in die Hände, um unser aller Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sofort wird es im Büro wieder ruhig. Gut, das ist eindeutig ein Grund zur Freude, aber es gibt da noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Ich runzle unwillkürlich die Stirn. Was könnte das wohl sein? Devins Blick ist undurchschaubar. Wie ihr alle wisst, hat diese Arbeit angenehme und weniger angenehme Seiten. Sie ist häufig sehr erfüllend und manchmal auch etwas eintönig. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, worauf er hinaus will. Aber dank Valkyria wartet jetzt der beste Teil der Arbeit auf uns. Wir dürfen all die wunderbaren Aktivitäten ausprobieren, die sie für Eglantines Geburtstagsfeier geplant hat. Wirklich? Das ist ja toll! Wir schicken unsere Kunden in der Regel nirgendwo hin, ohne uns vorher persönlich von der Qualität des Service und der Aktivitäten überzeugt zu haben. Machen wir Mermaiding zusammen mit Roy? Das wäre so witzig, wenn er dann Bikini anhätte und so. Oh, okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Natürlich wird nicht jeder alles machen können. Oh mein Gott, ist das cool. Mir erscheint es am einfachsten, wenn wir Zweierteams bilden. Oh, und irgendjemand muss sich auch darum kümmern, die Accessoires zu kaufen. Da es dein Auftrag ist, Valkyria, erscheint es mir logisch, dass du dir zuerst etwas aussuchst. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich neugierig darauf, das Mermaiding auszuprobieren. Oh, das wäre schon mega cool. Entschuldigung, ich beeinflusse nicht die Community. Außer in Hinblick auf Daddy Jason. Ich würde mir gern den Unterwasserzoo ansehen. Seit ich hier wohne, war ich noch nie dort. Ich würde mich gern darum kümmern, die Accessoires zu kaufen. Ich würde mir gern das Nautilus ansehen. Okay, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Das ist einstimmig. Das ist einstimmig. Das glaube ich dir gern. Ich habe schon mal versucht und kann es nur empfehlen. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal zu machen. Sehr gut. Wenn du einverstanden bist, könnt ihr beide dorthin gehen, Valkyria. Ja, sehr gern. Ich kann es kaum erwarten. Ist das cool? Ich treffe Roy am Schwimmbad zu unserem Mermaiding-Schnupperkurs. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue.
Ich fand es beim ersten Mal unglaublich toll und kann es kaum erwarten, es nochmal zu machen. Aber warum hast du es denn bisher erst einmal gemacht, wenn es dir so gut gefallen hat? Danach hatte ich keine Gelegenheit mehr dazu und habe irgendwann auch nicht mehr daran gedacht. Gibt es nichts, was du dir schon seit langem vorgenommen hast, wozu du aber einfach nie kamst? Doch, bestimmt. Ich freue mich jedenfalls für dich. Wir trennen uns kurz, um in den Umkleiden unsere Badesachen anzuziehen. Also da hättest du ja direkt mitgehen können, Schätzelein. Oh, das ist hübsch. Das ist eine mega hübsche Szene. Habt ihr gut gemacht, B-Move. Auch wenn ich finde, dass das hier hinten aussieht wie so ein Fisch, der sich an irgendwas verschluckt. Seht ihr das auch? Der will irgendwas fressen und hier ist das Auge und da ist der Mund und hier oben ist die Flosse und ich habe einfach wieder mal viel zu viel Fantasie. Danach gesellen wir uns zur Kursleiterin, die Roys Begeisterung sofort eine kalte Dusche verpasst. Es tut mir leid, Roy, aber ich habe eine schlechte Nachricht. Die Schwimmflosse, die ich für dich vorgesehen hatte, ist gerade in der Reparatur. Ein Kunde hat sie leider kaputt gemacht. Och nee. Aber, ach nee. Roy reißt die Augen auf. Er wirkt erschrocken und enttäuscht zugleich. Ja, ich hätte ihn auch gerne mit einer Schwimmflosse gesehen und mit BH. Mit so einem Muschel-BH. Oh, okay, das ist auch okay. Ja, in sexy Speedo. Oh nein. Einen Moment lang glaube ich fast, er wäre den Tränen nah. Oh, Baby. Oh nein. Oh, er darf nicht schwimmen mit einer Flosse und fängt fast an zu weinen. Nein. Oh, ich will ihn streicheln. Armes Baby. Aber hast du nicht noch eine zweite? Bitte. Ich kann sonst einfach nicht. Oh, Baby. Nicht in deiner Größe. Davon hatten wir leider nur eine. Ja, du bist einfach zu groß. Big Boy. Es tut mir leid. Gut, was soll's. Du kannst ja nichts dafür. Oh, Mann. Dann muss Valkyria eben für uns beide die Meerjungfrau spielen. Entschuldigung. Oh ja. Mach dir nichts draus. Wir kommen einfach ein andermal wieder, versprochen. Das tut mir leid. Gibt es denn wirklich keine andere Lösung? Ehrlich gesagt ist mir das gar nicht so unrecht. Falls ich ertrinke, kannst du mich nämlich retten. Entschuldigung. Das Lachen, es kam plötzlich raus. Ich konnte nichts tun. Eine verdammt knappe Kiste. Aber 50% von den Leuten aus der Community haben durch ein Wunder ganz kurzfristig doch noch für B abgestimmt. Nobody knows, wie das passieren konnte, außer die Leute, die im Chat waren. Es wird für immer unser Geheimnis bleiben. Also, es tut mir leid, gibt's keine andere Lösung. Nein, mach dir nichts draus. Das ist nicht so schlimm. Ich werde dir zusehen und du genießt es einfach für mich mit. Das ist schon in Ordnung. Ja, und wenn du draußen bleibst, dann genieße ich halt deinen Ausblick von dem Becken aus. Wir kommen einfach nochmal wieder, sobald das Modell in deiner Größe repariert ist. Roy schenkt mir ein charmantes Lächeln voller Dankbarkeit. Die Kursleiterin reicht mir das Meerjungfrauenkostüm und hilft mir hineinzuschlüpfen. Jetzt sind sie bereit. Sie werden sehen, man gewöhnt sich schnell daran. Ich versuche ein wenig die Beine zu bewegen, aber ich bin zu fest daran eingezwängt. Bisher fühlt es sich noch ziemlich unbequem an und allmählich beginne ich auch zu frieren. Da Roy zur Verfügung steht, um ihnen zu helfen, werde auch ich meine Monoflosse anlegen. Das ist so gemein. Er will doch auch mitschwimmen. Und dann kommt hier die Leiterin und sagt so, ja Mensch, jetzt hauen wir ihm einfach noch eins um die Ohren. Er will ja gerne und kann nicht.
Und jetzt lege ich einfach auch meine Flosse an, um ihn noch neidischer zu machen. Sie, Milady, Sie sind das Böse. So kann ich Ihnen gleich mehr Techniken und Bewegungen zeigen und den Herrn an der Kante noch ein bisschen neidischer machen, nicht? Das ist doch lustig. Roy, könntest du der jungen Dame vielleicht ins Wasser helfen? Oh ja, hilf mir. Und dann schmeißt er uns einfach ins Wasser rein. Natürlich, sehr gern. Roy kommt lächelnd auf mich zu. Oh, Sonderszene. Er hält kurz inne. Was ist los? Habe ich irgendetwas falsch angezogen oder? Nein, nein. Überhaupt nicht. Das ist nur... Er wirkt fast ein bisschen gerührt. Es ist immer etwas Besonderes, eine echte Meerjungfrau zu sehen. Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Roy dagegen bleibt vollkommen ernst. Oh, Roy. Und du bist einfach... Ah, Roy, mach dich nicht selber unglücklich. Du siehst toll aus. Das steht dir sehr gut. Halb geschmeichelt, halb verlegen wende ich den Blick ab. Das ist nett. Aber warte erst mal ab, bis du mich im Wasser siehst. Ich bin mir nicht wirklich sicher, dass ich mich genauso elegant bewegen kann wie eine echte Meerjungfrau. Er lächelt mir aufmunternd zu. Ich bin mir absolut sicher, du machst das perfekt. Es fühlt sich an, als würde jemand ein Feuer in meiner Brust entfachen. Wieso denn in deiner Brust und nicht im Bauch? Er wirkt so aufrichtig, so... Könntest du mir vielleicht ins Wasser helfen? Und darüber hinaus? Ich strecke ihm schüchtern die Arme entgegen. Einen Augenblick lang reagiert Roy nicht. Es wirkt, als sei er ganz in Gedanken. Er muss jetzt erstmal seine Fantasien ausleben mit der Meerjungfrau. Aha. Ja, natürlich, entschuldige. Bleib einfach so stehen. Er umfasst mit einem Arm meine Beine und mit dem anderen meine Taille. Dann hebt er mich mit einer verblüffenden Leichtigkeit hoch. Ich schlinge die Arme um seinen Hals, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wow, du bist... Ich meine, du bist wirklich ziemlich groß. Gar nicht erwartet. Oh Gott, tut mir leid. Contenance. Aber komm, der Satz ist wirklich sehr ungeschickt formuliert. Okay, pst. Valky? Aber allein mit diesem Wow und diesem Gestottere davor, das ist halt echt... Oh, nee. Okay. Das ist gerade wie bei Tilfs. Ich meine, du bist wirklich ziemlich groß. Das... hatte ich gar nicht erwartet. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Roy fängt laut an zu lachen und mein ganzer Körper wird dabei durchgeschüttelt. Oh, Vorsicht! Hör lieber auf zu lachen, sonst lässt du mich nachher noch fallen. Natürlich muss er nun erst recht lachen. Keine Sorge.
Ich lasse dich schon nicht fallen. Aber halt dich ruhig gut an mir fest. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich klammere mich noch etwas fester an ihn. Ich kann die Muskeln seiner Arme spüren. Ich hoffe, er merkt nicht, dass mein Herz wild zu klopfen beginnt. Ich muss zugeben, dass mich das alles nicht ganz kalt lässt. Ich friere mit einem Mal überhaupt nicht mehr. Ich spüre seine glühende Haut an meiner. Wird dir wegen mir nicht kalt? Ich fühle mich ein bisschen wie ein Eisklotz. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich meine, nein, nicht im Gegenteil. Ich meine, nein, es ist alles in Ordnung. Okay, das ist schon extrem cute. Etwas verlegen wendet er den Blick ab. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Okay, oh, wir wandern. Er trägt mich bis zum Beckenrand und kniet sich dorthin. Roy ist naughty, naughty. Oh, ist das cute. Oh, das ist ein mega süßes Bild. Ich mag's. Das ist total schön. Allein auch diese Reflexion von der Flosse und diese ganzen Details in dem Foto. Oh, ist das schön. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass diese Szene extrem unglücklich formuliert ist. Eieiei. Aber ein echt mega, mega schönes Bild. Doch, muss man so sagen, kann man so sagen. Wie bewegt man sich in so einer Flosse fort? Indem du halt eine wellenartige Bewegung machst. Warte. Ich erläutere kurz. So. Also, du machst eine wellenartige Bewegung und gleitest dann durchs Wasser hindurch. Und die Flosse sorgt dafür, dass du richtig schön viel Widerstand im Wasser aufbaust und dann gleitest du voran. Voilà. Also du machst dann quasi so. Klar soweit? Schön. Live haben wir es jetzt auch demonstriert, jetzt können wir weitermachen. Okay, weiter. Du, wenn du schwimmen möchtest, müsstest du dazu meinen Hals loslassen. Ich zucke erschrocken zusammen. Natürlich. Ich muss ihn loslassen. Ich kann mich nicht weiter an ihm festklammern. Warum eigentlich nicht? Wir ziehen ihn mit rein. Wir sind dann eine richtige Meerjungfrau. Ich meine, richtige Meerjungfrauen haben ja auch nach den Seeleuten gesungen und sie dann tief zu sich ins Wasser gezogen. Ja, natürlich. Tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Sobald ich im Wasser bin, fühle ich mich seltsamerweise gleich wohler. Roy gesellt sich zu mir ins Becken und hilft mir, mich darin fortzubewegen. Die Kursleiterin kommt und zeigt mir ein paar Bewegungen. Es wirkt, als würde sich Roy während des Kurses gedanklich Notizen machen. Wir verbringen den gesamten Nachmittag im Schwimmbecken und ich habe sehr viel Spaß. Die Kinder werden hier großen Spaß haben. Sie werden es ganz sicher lieben. Du warst wirklich gut. Ich nicke bescheiden. Am Ende ist doch eigentlich noch alles gut ausgegangen. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, ob Eglantine ihre Geburtstagsparty gefallen wird. Und damit haben wir die Episode schon beendet. Das ging irgendwie ziemlich fixi. Alles klar. Gut, bei Amanda haben wir insgesamt -5 gesammelt. Oh Wunder, nach ihren Blicken zu urteilen. Bei Jason haben wir gut aufgeholt mit 15 Punkten plus. Bei Roy haben wir 5 gesammelt und bei Devin und Thomas sind wir gleich geblieben. Ausnahmsweise haben wir mal 2 weniger bekommen und sind dann 2 mehr plus beim süßen Dings gewandert. Ich kann mich gerade sehr, sehr gut ausdrücken. Läuft. Ja.
Und damit können wir das beenden. Und wir haben natürlich auch das süße kleine Taki-Outfit bekommen. Zack! Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Und hier sehen wir, in 9 Tagen und 9 Stunden kommt die nächste Episode raus. Das heißt, Moment, lasst mich kurz gucken. 9 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait. Das heißt, für VIPs wird die neue Episode bereits am Freitag erscheinen. Also könnten wir am Freitag, oder wisst ihr was, wir machen das dann sonst wieder Sonntag, weil Sonntag halt der Otome-Stream grundsätzlich angesetzt ist, dann könnten wir doch einfach nächste Woche Sonntag das nächste streamen. Und zwar alle einsteigen, es geht los in Episode 6 und die Kirmes. Die Kirmes ist in der Stadt und natürlich lässt sich das Team von Devenemos Yell die Fahrgeschäfte und Leckereien dort nicht entgehen. Das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr tollen Ideen bezüglich Bildern und Aktivitäten. Das klingt richtig, richtig cool. Und weiß ich nicht. Habt ihr Lust darauf, dass wir das dann einfach nächste Woche Sonntag machen? Also die Videos werden jetzt wahrscheinlich hochgeladen werden von Dienstag bis vielleicht Freitag. Ich weiß nicht, wie viele Episoden ich hier rausbekomme. Ich mache das Ganze wieder einzeln. Also schauen wir mal. Aber was auch nicht fehlen darf und was ich euch auch nicht entbehren möchte, das sind die Episodenbilder. Ach, wie cool. Okay, Episode 5 war das dann. Jason haben wir. Devin? Ach, wie cool ist das denn? Man kann hier sogar Skin Color und so weiter raussuchen. Egal, ich will einfach irgendwas. Na gut, dann sagen wir Hortensie, Haarfarbe braun, Eifarbe blau. Oh, ist das schön! Ist das schön. Okay, also mit Devin hätten wir zusammen ins Aquarium gemusst und es ist echt. Ich wiederhole mich. Ich liebe es. Vor allem finde ich schön, dass Dory da hinten mit Findet Nemo unterwegs ist. Oh mein Gott, ist das ein tolles Bild. Ich liebe alles daran. Oh mein Gott. Okay, und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit Thomas. Oh! Mit Thomas würden wir also ins Nautilus gehen und gemeinsam essen. Und das Bild ist irgendwie auch extrem cute. Das ist echt auch super, super schön. Ich mag diese gesamte Farbgebung sehr. Ich mag die Reflexion sehr. Ich mag diesen Artstyle generell. Also... ist das Hammer. Und dann nehmen wir noch zu guter Letzt Amanda. Okay, und mit Amanda würden wir dann eben Zeug shoppen gehen. Aber auch super schön. Ich mag sie zwar nicht so gerne. Ich glaube, das merkt man auch. Aber das Bild ist echt hübsch. Echt hübsch. Mega. Tja, ihr Lieben, auf YouTube gehen wir noch einmal hier rein. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele Aktionspunkte ich verbraucht habe. Ich könnte noch einmal ganz fix reinschauen, wie viele ich jetzt habe. 8.000. Ich glaube, als ich angefangen habe, war ich irgendwo bei 10.000 und ein paar zerquetschten. Also denke ich mal, dass man so um die 1.700, 1.800, 1.900 verbraucht. Ich denke, irgendwo in dem Spektrum bewegen wir uns. Beim nächsten Mal muss ich meine Community dazu auffordern, mich nochmal daran zu erinnern, dass, dass ich mir vorher aufschreibe, wie viele Aktionspunkte ich hatte, damit ich euch wirklich ganz genau sagen kann, wie viel wir jetzt de facto verbraucht haben. Weil ich das auch immer ganz gut fand, zu wissen, okay, wie viel brauche ich jetzt ungefähr.
Bis ich wieder spielen kann. Weil ich mag das ganz gerne, dass ich in einem Rutsch durchkomme und dann muss ich auch ungefähr wissen, wie viele Aktionspunkte ich ansparen muss. Ich möchte nämlich nicht mittendrin einfach aufhören, wenn ich solche Spiele spiele. Gut, alles klar. Ich glaube, wir könnten im VOD nachschauen und es dann vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, ich habe es am Anfangsstream nicht gezeigt, weil ich nämlich auch direkt in der Episode drin war. Und wenn man jetzt hier in die Episode reingeht, haben wir hier eben nicht diese Anzeige mit Aktionspunkten und so weiter. Aber die Idee war gut, Mimi. Gut, alles klar, dann sehen wir uns wahrscheinlich dann am Sonntag wieder. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, live und mitzuentscheiden, dann seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Die Community nimmt jeden mit offenen Armen auf und wir freuen uns auch immer über neue Gesichter. Gut, gut. Wenn es noch irgendwelche Informationen gibt, dann werdet ihr sie auf jeden Fall in dem Community-Tab hier auf YouTube finden und ansonsten immer bei uns auch auf dem Discord-Server. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Bis dahin, bye bye und tschüss!